So, das war's. Es hat sich ausgeglüht. Seit September dürfen nur noch Restbestände der klassischen Glühlampe verkauft werden. Ein Beschluss der EU-Kommission. 2009 mussten wir uns von den 100-Watt-Birnen verabschieden, kleinere Wattzahlen folgten. 3 Jahre hatten wir Zeit zum Abschied nehmen. Und? Haben sich die Greifswalderinnen und Greifswalder mit diesem Verbot angefreundet? Ah, sehr unterschiedlich, sagen wir mal so. Denn die ganze Umweltverträglichkeit bei den anderen ist auch noch nicht gewährleistet, ne? Da halte ich gar nichts von. Muss einfach so sagen, das ist, die Glühlampe ist sicherlich nicht die umweltfreundlichste Erscheinung, die es gibt, aber ist die Quecksilberdampflampe oder die Energiesparlampe auch nicht. Und aus dem Grunde ist es eigentlich nur eine Durchsetzung der EU-Vorschriften und weiter was nicht. Ne? Ja, wir haben das schon vor längerer Zeit gemacht. Es ist ja, geht ja um mein eigenes Portemonnaie. Und wenn es neue Lampen gibt, die sind doch besser geworden, dauern nicht mehr so lange, bis sie hell werden, sage ich mal, finde ich das schon in Ordnung. Man muss sich auch von alten Dingen mal trennen, die Entwicklung geht weiter. Ist einfach so. Finde ich gut. Warum? Weil wir was für die Umwelt tun. Und das finde ich eine tolle Sache. Die jetzt im Verkehr sind, wenn die ausfallen, haben die so viel Schadstoffe, die soll man im Schraubglas entsorgen und so weiter. Also das finde ich ein bisschen sinnlos. Gerne hätten wir Ihnen an dieser Stelle gezeigt, wie es um die Glühlampenrestbestände in einem unserer beiden Greifswalder Atommärkte bestellt ist. Gerne hätten wir Ihnen auch gesagt, ob in den letzten Wochen vermehrt Glühlampen verkauft wurden. Per Mail bedankte sich die Pressestelle des besagten Baumarktes in Köln für unser Interesse, teilte uns aber mit, leider können wir Ihnen keine Drehgenehmigung erteilen. Telefonisch erhalten wir lediglich folgende Begründung: interne Entscheidung. Nun gut, fragen wir direkt beim Verbraucher nach. Boah, also das habe ich schon gemacht, mich mit den Restbeständen eingedeckt und zwar mit solchen Produkten, die deutlich länger halten als der Durchschnitt und ich gehe auch pfleglich damit um, schalte das Licht immer aus, wenn ich nicht im Raum bin und damit halten die einfach länger. Eigentlich nicht, aber ich finde es halt komisch, weil die Glühbirne, die braucht man doch. Ich habe, nein, vorgekauft habe ich keine, weil ich die Energiesparlampen oder die Halogenlampen auch gut finde, weil die natürlich Energie sparen. Aber ich habe für solche Lampen, wo keine anderen reinpassen, einige vorgekauft. Und ich denke mir, dass der Vorrat so lange reicht, bis die Lampen auch hinüber sind. Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Weil ich das für richtig halte, was man uns vorschreibt. Also vielleicht bin ich auch ein bisschen kritiklos. LED, Energiespar und Halogenlampen. Das sind nun unsere Alternativen bis 2016. Denn dann tritt auch ein EU-weites Verbot für die meisten Halogenlampen in Kraft.